Moin moin und hallo. Es gab eine Zeit, wo UFO-Sichtungen von staatlichen Behörden nicht tabuisiert wurden, sondern tatsächlich auf Seiten der Aufklärung für die Allgemeinheit standen. Um diesen Zeitpunkt, ab dem über diese Themen nicht mehr frei geredet werden konnte bzw. der Deckmantel des Schweigens gelegt wurde, geht es heute. Viel Spaß beim Zuhören. Die Thematik rund um das UFO-Phänomen ist eine sehr umstrittene. Auf einer Seite wird der Themenbereich stumpf belächelt, auf der anderen Seite zu fantastisch Glauben geschenkt. Dieser Bericht behandelt den Zeitpunkt, ab dem die Sichtungen so sehr überhand nahmen, dass staatliche Institutionen es als Gefahr für die nationale Sicherheit einstuften. Die Juli-Krise. Es war der Augenblick, an dem der unbefangene und transparente Umgang mit dem Phänomen der Untertassen ein jähes Ende fand. Statt der Gesellschaft Rede und Antwort zu stehen, wurden Sichtungen geleugnet und relativiert. Vor 1952, genauer gesagt seit 1947, als erste UFO-Wellen das Land in Aufregung brachten, bestätigten beispielsweise die Luftwaffe und Verteidigungsministerium diese Sichtungen. Kaum vorstellbar? Beginnen wir unsere Auseinandersetzung mit diesem Kippmoment im Frühjahr 1952. Die technischen Einrichtungen, um den Luftraum an sensiblen Orten zu überwachen, gemeint sind hier unter anderem gesperrte Militärstützpunkte und Forschungseinrichtungen, waren vom Ministerium für Verteidigung bewilligt worden. Das Pentagon war in dieser Zeit besorgt wegen der diversen zivilen Sichtungen der Untertassen. Erst im Jahr zuvor wurden hunderte verschiedene Fälle verzeichnet. Es gab tausende Zeugen. Das Phänomen der Wahrnehmung der unbekannten Flugobjekte war gesellschaftlich übergreifend. Unabhängig von Arbeit und Auffassung sahen die Menschen diese Gebilde am Himmel. Der damit organisationstechnische Aufwand war für die Institutionen überwältigend. Das Pentagon war der Meinung, dass es besser wäre, das Thema nicht weiter nach außen zu tragen und es von staatlicher Seite aus zu vertuschen. Diese Ansicht der Problembewältigung war aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht salonfähig. Bis der Juli kam. Zuvor kritisierten Sprecher des Pentagons die Aussagen, die die Piloten oder Autoritären des Militärs in Zeitungsinterviews machten. Es war wie Öl ins Feuer kippen. Mit dieser Ausgangsposition der Stimmung, die unter der damaligen Bevölkerung der USA herrschte, wartete die erste Julihälfte mit einer Vielzahl an Sichtungen auf. Die fremdartigen Flugobjekte tauchten überall auf der Welt auf und verschwanden genauso schnell wieder. Wurden in den USA am Anfang des Julis zivile wie auch militärische Sichtungen zu Land und Luft gemacht, schienen sich die Objekte ab den 8. bis 12. des Monats urplötzlich für die Militärstützpunkte im mittleren Westen der Vereinigten Staaten zu interessieren. Ypsilanti in Michigan wurde das Flugwachkommando von Berichten geradezu überrannt. Der Geheimdienst versuchte, die meisten Aussagen vor der Außenwelt abzuschirmen. Dies gelang zunächst, da die meisten Zeugen Piloten des Militärs waren. Die Sichtungen häuften und häuften sich. Die Hoffnung, dass diese Periode an Sichtungen schnell wieder abebbte, erwies sich als Trugschluss. Es hörte nicht auf. Im Gegenteil, es wurden noch mehr UFOs gesichtet. Der Geheimdienst wurde zusehends nervös über die Situation. Keiner konnte sich die Ursache erklären, weshalb die Untertassen vermehrt an den Himmel auftauchten. Eine baldige Kontaktaufnahme? Eine bevorstehende Invasion? Das könnten Aussagen aus einem Spielfilm sein, aber zu diesem Zeitpunkt waren alle,
die von solchen Sichtungen, die in irgendeiner Art betroffen waren, äußerst beunruhigt. Am 12. Juli waren die Untertassen weiterhin vermehrt über den Militärstützpunkten des Mittleren Westens anzutreffen. Gegen Tagesanbruch wurden die Sichtungen weniger. Die Unbekannten operierten meistens in der Nacht. Besonders aufsehenerregend waren die Sichtungen, die nicht nur von ziviler, sondern auch militärischer Seite gleichzeitig gemacht wurden. In Delphi sahen Dutzende Bürger, unter ihnen der ehemalige Düsenpilot Jack Arguin, der bei der Luftwaffe arbeitete, eine Untertasse, die gegen 9 Uhr abends auftauchte. Sie leuchtete blau-weiß glühend am Himmel und bewegte sich vorwärts, ohne einen Kondensstreifen oder Lärm zu verursachen. Das Pentagon konnte nun die Agenda durchsetzen, im Deckmantel der Nationalsicherheit unbedingtes Schweigen über die Sichtungen zu bewahren. Jack Arguin ging zur Polizeidirektion und meldete seine Sichtung. Die Beamten waren zwar angehalten, die Aussagen so zu protokollieren, aber bei der Angelegenheit der UFO-Sichtungen waren sie ermahnt worden, diese sensibel zu behandeln und vorerst für sich zu behalten. Aber der Geheimdienst hatte keinen Erfolg damit. Die Presse fasste die Meldung von den Bürgern auf und veröffentlichte diese. Bei diesen Meldungen war es unvermeidbar, dass das Bild entstand, dass dem Staat daran gelegen war, die Sichtungen zu deckeln. Am 13. Juli kam es zu einer besonders aufsehenerregenden Sichtung. Der Schauplatz war Indianapolis. Am Sonnabend, es herrschten angenehme Temperaturen und das Wetter war dementsprechend, erschien plötzlich ein hellgelber Glanz am Himmel. Viele Menschen waren an diesem Abend an der frischen Luft. Hunderte Menschen sahen das Flugobjekt, was mit einer Höhe von ca. 1600 Metern enorm schnell über die Stadt hinwegflog. Rasend schnell verbreitete sich das Geschehende. Auch Verkehrspiloten sahen das Objekt. Einer von ihnen war Kapitän Richard Case. Wir flogen 1600 Meter hoch, als ich es zuerst sichtete. Die Untertasse schien auf ungefähr 5000 Meter zu liegen und flog dreimal so schnell wie wir. Dann änderte sie den Kurs und kam auf uns zu, indem sie die Höhe verlor. Sie kam in etwa auf unsere Ebene herunter, um dann nach nordwestlicher, also Richtung Stadt, abzuziehen. 5 weitere Piloten berichteten von diesem UFO. Dieser Fall einer Sichtung und weiteren, die besonders vermehrt in der ersten Julihälfte anzutreffen waren, verstärkten die Ansicht des Geheimdienstes, die Kommentierung der Geschehnisse einzustellen und das Thema ausweichend zu begegnen. Viele weitere Berichte in dieser Zeit veranlassten die staatlichen Institutionen dazu, die bis heute anhaltende Informationspolitik weiterzuführen. Ab der zweiten Julihälfte zog die Sichtungswelle noch weitere Kreise. An der Ostküste wurden nun vermehrt Sichtungen gemacht. Piloten wurden von den unbekannten Flugobjekten observiert. Es gab viele weitere Sichtungen seitens der Zivilbevölkerung. Die Sicherheitsbehörde der USA kam zusehends in Erklärungsnöte. Wie schon vorhin erwähnt, hielt sie ab diesem Zeitpunkt die Zeugenaussagen gezielt zurück. Im Jahr 1952 manifestierte sich diese Informationspolitik der USA in diesem Punkt. Bis heute geht die NSA äußerst bedeckt mit den Informationen der UFO-Sichtungen um. Die Juli-Krise, zu der wir vereinzelt noch weitere Fälle schildern werden, beeinflusst bis zum heutigen Tag den Umgang mit dem UFO-Phänomen. Wo vor 1952 die Handhabung von staatlicher Seite so aussah, den Bürgern Rede und Antwort zu stehen, wurde, vielleicht aus Überforderung, der Mantel des Schweigens über die Sichtungen gelegt. Oder kommen unsere Zuhörer auf andere Rückschlüsse? Den Hörbericht gibt es auch zum Nachlesen unter mysteryfacts.com. Link in der Videobeschreibung.
Bis nächstes Mal. Man hört voneinander.